Aussage, weil das muss ich immer sagen. Ja. Kamera läuft und bitte. Wie seid ihr darauf gekommen, C.K. unterwegs zu machen? Es war eine spontane Idee. Ist entstanden im Jahr 2007. Da bist du schon geboren. Das nehme ich mal an. Nicht nach Comedy Street, wie viele denken, eher nach der Sendung Kara trifft den Nagel. Das ist eine Sketchshow. Und da gab es einen Sketch, wo einer gesagt hat, hast du mal einen Euro oder so für ein Brötchen? Und da haben wir gedacht, diesen Sketch könnte man theoretisch mal auf der Straße ausprobieren. Und dann ist das irgendwie zustande gekommen. Natürlich sind da auch Elemente von Comedy Street enthalten. Ja, lässt sich auch nicht vermeiden. Und deswegen haben wir jetzt versucht, auch durch Parodien noch ein bisschen mehr so ein bisschen abzugrenzen davon. Und ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Mit Teamwechsel und vorher hieß das Ganze C.K.A.S. unterwegs. Da haben wir von jedem Teammitglied noch einen Vornamen, also einen Anfangsbuchstaben genommen. Und jetzt haben wir einfach C.K. gelassen von Kevin, der damals dabei war und jetzt ausgeschieden ist. Okay. Wie kommt Laura als Mädchen dazu, bei C.K. unterwegs mitzumachen? Einige Mädchen halten das ja ein bisschen für peinlich. Nee, also eigentlich ist mir so gut wie nichts peinlich. Ich bin vielleicht anfangs ein bisschen schüchtern, aber eigentlich mache ich auch jeden Scheiß mit und ich war einfach ein Fan und habe gedacht, es war was anderes. Warum seht ihr eigentlich alle so heiß aus? Das ist eine gute Frage. Natürlich haben wir uns über die Jahre auch Geld verdient und könnten uns jetzt auch noch mal Schönheits-OPs leisten. Wie man sieht, die Ansätze von Botox sind da, bei mir auch. So ist das. Welche Gäste habt ihr denn jetzt eigentlich für die 8. Staffel eingeplant? Möchtest du was sagen? Nee, pass auf. Wir haben wieder unsere Stammgäste dabei. Die Baurolle, die ist ja mit einer neuen Nummer. Stamping Feed wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder. Diesmal noch Cosimo, der Checker vom Neckar von DSDS, Andreas Gerlich, Wicked, den DSDS-Sieger auf jeden Fall, Laviv und, was war das noch? Kalcha Candela und die Chino Sound. Ja, und mal gucken, was noch so kommt. Das ist noch nicht entschieden. Und was für Musik bevorzugt ihr für die 8. Staffel? Schwierig, schwierig, denn bei uns auf YouTube ist ja immer das Problem mit Content. Wir können ja nicht jedes Lied nehmen und deswegen haben wir uns immer auf unsere Ministry of Sound Musik spezialisiert dieses Jahr. Es wird mehr so House Elektro sein und ein bisschen 80er Mucke dabei, so ein bisschen Retro House Stil auf jeden Fall und Mum & Bass. Wo habt ihr vor zu drehen? Welche Drehorte habt ihr in Planung? Ja, Berlin, wie immer Rom dieses Jahr. England auf jeden Fall. Was haben wir noch? Was haben wir? München haben wir. Ja, wir machen eine Tour durch Stuttgart, Köln, München und Hannover und natürlich spezielle Gebiete wie zum Beispiel Cebit, U-Messe und Venus. Venus, das wird eine tolle Sache. Da kommst du noch nicht rein. Kann man nichts machen. Ja, schade eigentlich. Ja. Mal gucken, was wir da alles machen können. Habt ihr irgendwelche neue Figuren, die ihr mit einfließen lasst? Ja, wir haben ja bekannte Figuren, Stefan Raab, GayTV und noch so ein paar Sachen. Diesmal haben wir uns noch mal überlegt, was könnten wir noch mit reinbauen. Nämlich Dieter Bohlen haben wir diesmal mit dabei, Oliver Geissen, wofür ich mir dann 2 Wochen lang die Haare blond färben lasse. Und was hat man noch? Günther Jauch war noch. Und Detlef B. Soest. Wir haben nämlich eine neue Kategorie, die heißt Popstars mit Doppel-P und da haben wir Detlef B. Soest und mit dieser Gruppe, die wir dann casten werden, dieser gefakten Casting-Gruppe, gehen wir dann zu Laviv und stellen mal vor und lassen mal ein bisschen betteln. Kommt nach der 8. vielleicht noch eine 9. Staffel? Man kann jetzt die 8. Staffel erstmal als letzte Staffel sehen. Kommt natürlich darauf an, wie hoch die Nachfrage ist nach der 9. Staffel. Aber das Ergebnis von der 8. Staffel war eigentlich relativ gut und, nee, von der 7. war relativ gut, aber mussten eigentlich ehrlich gesagt feststellen, dass die Aufruferzahl geht deutlich höher bei diesen normalen Videos, die wir reinstellen, zum Beispiel Agro Chris oder so, und C.K. unterwegs ist da nicht ganz so hoch und womöglich machen wir dann mit der 8. Staffel erstmal Schluss und gucken, wie hoch die Nachfrage ist. Seht ihr noch andere Filme? Ja, wir drehen einen Piratenfilm, Gaze of the Caribbean, eine Parodie von Fluch der Karibik, mit mehreren Filmen drin, so Filmverarsche halt, 3 Teile, spektakulär. Dann machen wir noch GayTV immer extra, mal Agro Chris, das
ist ja auch sehr beliebt. Rappen. Tja, und hier mit Laura. Hier machen wir mal was, ja? Was machen wir hier noch? Ja, eigentlich nichts. Also, ja, genau. Und ja, wir haben schon einen Ghetto-Bomb, da warst du mit dabei. Demnächst wirst du mal integriert in ein Video. Vorstellig. Natürlich. So. Das war's schon. Nee. Ja, doch. Ja? Ja, so viel haben wir erst.